Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Freitag auf meinem Zweitkanal Buschis Clips vorbeischaut. Und es wird wieder Zeit für mein Lieblingsformat. Buschi reagiert auf Calcio Berlin diesmal. Ja, für mich ist Calcio Berlin einer der besten YouTube-Kanäle, wenn es ums Thema Fußball geht. Ich kenne die drei auch. Wir haben alle drei eine persönliche Vergangenheit bei OneFootball, der Fußball-App. Die kann ich auch empfehlen. Ist natürlich unbezahlte Werbung. Und die haben eine Saisonprognose rausgehauen. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Aber auf einen Freitag kann man immer noch einen kostenloses Abo und einen Daumen da lassen. Ich erwarte mir viel. Gute Platzierung für Borussia Mönchengladbach natürlich. Ich hoffe, dass sie keiner tief tippt. Ansonsten gibt es auf jeden Fall Ärger. Natürlich kleiner Spaß. Und ich würde sagen, wir gehen ganz gemütlich rein in das Video. Ich habe nur den Anfang geskippt, weil es ein Werbeplacement war. Aber jetzt gehen wir zusammen rein. Ich freue mich und Abfahrt. Es ist nie zu spät dafür. Und jetzt viel Spaß mit unserer Prognose. Das ist, was ich glaube, nicht was ich wünsche, ne? Also vielleicht meine Top 6. Ich habe in der Prediction gesagt, Bayern, Leverkusen, ich glaube Leipzig und dann Dortmund. Auf Platz 5 hatte ich Freiburg und dann Eintracht Frankfurt. Leipzig auf der 1, Bayern auf der 2, Dortmund auf der 3, Leverkusen auf der 4, Frankfurt auf der 5 und Wolfsburg auf der 6. Ich gehe nicht den Schritt, dass ich hier... Boah, Leipzig könnte ich nicht, ne? Leipzig könnte ich nicht. Wolfsburg hat sich echt stark verstärkt, also da bleibt es mal abzuwarten. Die hatte ich in meiner Prognose etwas tiefer, aber die haben sich schon gut verstärkt. Aber Kovac, zweite Saison, immer schwierig. Ich hinsetze und sage, das Rattenballmeister, werde ich sagen. Genau, Nico. Bayern, Dortmund, Leverkusen, Red Bull, Eintracht, Union. Boom. Also ich muss ja fast sagen, ich hoffe, dass es die Bayern werden. Bei Nico muss man sagen, er ist Eintracht-Fan, deswegen Eintracht auf 5. Weil ich glaube, die nächstbeste Alternative wäre Leipzig. Deswegen sage ich, die Bayern werden Meister. Leipzig 2., Leverkusen 3., Dortmund nur auf Platz 4. Dann glaube ich, dass Wolfsburg eine gute Saison spielt, Lovro-Meyer Masterclass. Und Union schafft es nochmal in die Top 6 auf Platz 6. Aber Bayern wird Meister. Ich habe Leverkusen auf der 2, ich renne blauäugig ins offene Messer wie jedes Jahr und habe die gleiche Falle. Dortmund 3, Leipzig 4, Eintracht Frankfurt auf der 5 und Union Berlin auf der 6. Also ich glaube, bei Eintracht Frankfurt, mal gucken, wenn da Muani bleibt, glaube ich schon, dass wir in die Top 6 kommen können, wenn er noch geht und der Ersatz dann nicht passt. Klar, die haben noch Alario, die haben noch Boré, Lindström, Götze, schon viel Qualität, aber auch einen neuen Trainer. Noch unerfahren, mal abwarten, ob das so gut klappt. Union habe ich bei mir tiefer, weil Gladbach kriegt wahrscheinlich noch Jordan. Aber sind trotzdem gut besetzt, jetzt mit Gosens, Volland. Ne? Aber die Dreifachbelastung Champions League ist auch nochmal was anderes, mal abwarten. Meine Top 6 von unten, Eintracht Frankfurt, die beste Mannschaft in einem schwachen Bundesliga-Mittelfeld, Platz 5, Union Berlin, super konstant, Platz 4, Bayer Leverkusen, geiler Spielstil, hoffe ich, Platz 3, RB Leipzig, viel Umbau, aber immer noch sehr viel Qualität, 1 und 2, Bayern ist für mich unfailable mit dieser Kaderqualität, Dortmund wird Zweiter. Auf Tabellenplatz 6, Eintracht Frankfurt, da glaube ich geht es ein bisschen weiter nach oben als letztes Jahr, ihr sah ja vor allem in der Hinrunde sehr, sehr gut aus, auf Platz 5, Union Berlin. Ich glaube, bei denen geht es nicht nochmal in die Champions League. Was mich überrascht, dass keiner Freiburg, also bei mir ist Gladbach Platz 7, um es vorwegzunehmen, aber dass keiner Freiburg in die Top 6 sieht. Ich finde, Freiburg haben einen neuen Keeper, ich glaube, der ist U21-National-Torhüter, ich will den Namen jetzt nicht aussprechen, aber mit Lienhardt und Ginter aus meiner Sicht eine überragende Innenverteidigung. Sidibé und Günther auf die Außenverteidiger, vorne drin mit Höhler, Adamu, richtig viel Qualität. Doğan ist für mich geisteskrank underrated und Grifo, also ich sehe Freiburg auf jeden Fall in den Top 6. Aber warte mal, habe ich eben gesagt. Ne? Also meine Top 6 waren Bayern, Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Freiburg, Frankfurt, genau. Aber zumindest wieder in die Top 6. Ich finde, da werden einfach geile Transfers gemacht. Und ich glaube daran, dass man sich da oben festigen wird. Auf Platz 4, Bayer 04 Leverkusen. Sehr geile Transfers gemacht. Mit Xhaka, mit Hofmann, mit Grimaldo. Alles in allem einfach eine sehr geile Mannschaft. Deshalb glaube ich, dass Bayer 04 Leverkusen wieder in die Champions League kommt. Platz 3, Borussia Dortmund. Platz 2, RB Leipzig. Und Meister werden wieder die Bayern.
Ich glaube, Broski hat auch eine Saisonprognose gemacht. Die muss ich mir mal angucken. Vielleicht reagieren wir auch noch drauf. Also hoffentlich nicht. Vielleicht wird es irgendjemand anders. Aber ich glaube Bayern. Top 6 der Bundesliga schaffen es. Krass, Lena Kassel. Also mit der bin ich früher zusammen zur Schule gegangen. Ich glaube aber, ich bin dann vom Gymnasium runter, weil ich zu schlecht war. Sie war in meiner Parallelklasse und wir haben auch, glaube ich, mal gegeneinander Fußball gespielt in der Jugend. Die war aber immer besser als ich. Und krasse Karriere auf jeden Fall hingelegt, ne? Das muss man schon sagen. Der FC Bayern München, kein Hot-Take. Borussia Dortmund, hoffentlich. RB Leipzig, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, Union Berlin. Also wirklich keiner Freiburg. Finde ich überraschend auf jeden Fall. Ich traue Freiburg einiges zu. Bochum, Heidenheim, Darmstadt. Ich glaub, was hat er gesagt? Bochum, Heidenheim, ich würde Heidenheim und Bochum tauschen. Also mein Platz 18 ist Darmstadt, mein Platz 17 ist Bochum, weil ich da keinen sehe, der Tore schießen wird. Also klar, die haben Hofmann vorne drin, Zoller, Andrea Chey, aber das reicht mir nicht. Ich glaube, Tim Kleindienst wird Heidenheim auf Platz 16 schießen. Darmstadt. Ich glaube, sicherlich absteigen wird Darmstadt 98 und ich glaube aber, dass es auch okay ist. Wir werden, glaube ich, mit Thorsten Lieberknecht dann auch in die zweite Liga gehen. Dann glaube ich, wird der VfB Stuttgart eventuell in diesem Jahr fällig sein, weil sie sich meiner Meinung nach nicht auf der passenden Position verstärkt haben. Ich warte seit 3 Jahren darauf, dass sie endlich so einen Typ Rani Khedira holen. Ein Mentalitätsspieler, ein Leader im zentralen Mittelfeld. Das machen sie erneut nicht. Sie holen dann halt Maxi Mittelstädt und ich glaube, sie machen die gleichen Fehler wie in den Jahren zuvor. Und Relegationsplatz tue ich mich ein bisschen schwer. Ich sage Augsburg oder Bremen. Augsburg oder Bremen, entscheide dich. Ich sage Augsburg. Für mich. Boah, krass. Also Stuttgart, ich finde, Endo ist ja jetzt weg. Ich gehe mal davon aus, dass die Aufnahme davor war. Ich finde halt, mit Guirassy und Silas haben die schon eine starke Offensive. Zwei gute Stürmer. Ich weiß nicht, ob Mavropanos noch bleibt. Ito ist ja noch da. Sosa ist noch da. Mal gucken. Haben auch noch mal viel Geld bekommen. Ich glaube, die werden auch noch mal zuschlagen auf dem Transfermarkt. Die wollen ja den Sechser von Hoffenheim holen. Ach, wie heißt der noch mal? Fällt mir gerade nicht ein. Stuttgart sehe ich nicht so tief. Ich glaube sogar mit dem Trainer Hoeneß könnten die sogar eine kleine Überraschung werden. Also Überraschung heißt dann so zwischen Platz 10 und 12 bei mir. Mich hat es selten zwei so schwache Aufsteiger gegeben. Normalerweise wird sich einer irgendwie drin halten, aber dieses Jahr sehe ich es echt nicht. 18 Darmstadt, 17 Heidenheim und auf Platz 16 habe ich Augsburg. Ich kann mir vorstellen, dass Werder Augsburg eine schwierige Saison haben wird. Kommen wir gleich nochmal zu. Werder-Relegation bleiben aber drin natürlich. Und dann haben wir Bochum und Darmstadt auf den direkten Abstiegsplätzen. Ja, bei Bremen muss sich halt krass hinten noch verstärken. Vorne passt das schon irgendwie mit Duxch, Leonardo Bittencourt, Füllkrug. Da haben die schon Qualität, das muss man schon sagen. Aber hinten drin ist das halt wirklich vogelwild. Ne? Auch wenn Weiser ein guter Verteidiger ist, aber der ist halt viel zu offensiv. Da wird es wieder ordentlich scheppern bei Bremen. Platz 16, Werder Bremen, das verflixte zweite Jahr, müssen in die Relegation gegen entweder Hertha oder St. Pauli. Heidenheim steigt ab und Darmstadt wird letzter. Flop 3 von hinten nach vorne, Darmstadt, Pokal aus in der ersten Runde, sah gar nicht gut aus, ich bin nicht wirklich überzeugt. Und auf Platz 17 ist tatsächlich auch der zweite Aufsteiger, Heidenheim. Ich glaube, beiden Mannschaften fehlt die Qualität und auf Tabellenplatz 16 ist bei mir Augsburg. Die haben ja eigentlich immer so 14, 15, 13 gebucht. Ich glaube, dieses Jahr Augsburg, Relegation. Ich glaube, die werden ein bisschen weiter unten reinrutschen. Echt lange überlegt, ob ich... Ich finde halt bei Augsburg, die haben immer einen guten Kader irgendwie, aber denen fehlt so ein richtiger Leader im zentralen Mittelfeld. Der ist ja halt immer schwierig zu verpflichten auf der 6. Haben jetzt auch zum Anfang der Saison wirklich Verletzungsprobleme. Da fallen viele aus, beziehungsweise Rotsperren mit Pfeiffer, glaube ich. Framberger verletzt, Gumni gesperrt oder verletzt. Gerade in der Verteidigung fällt da viel aus. Und ich finde auch Maaßen, ich weiß nicht, was ich von dem Trainer... Der überzeugt mich nicht, deswegen sehe ich Augsburg auch ziemlich weit unten, aber nicht halt in... Ich werde mit reinnehmen in die Runde, habe ich dagegen entschieden. Nummer 16 Heidenheim, die packen es dann auch in der Relegation. Nummer 17 Bochum und 18 Darmstadt. Wer wird Torschützenkönig? Thomas Schwanscherer macht's. Nein, ich glaube, also der realistische Auswahl ist dann wahrscheinlich Harry Kane. Ja, alle sagen Harry Kane, oder? Harry Kane muss es werden, aber wenn nicht, dann bin ich derjenige, der sagt, Jusuf Pender.
Sagst du jetzt Openda? Ich sag Openda. Ich sag Thomas Schwanscherer, wenn es Kane nicht wird. Boah, das ist eine krasse Frage. Welcher Trainer wird als erstes entlassen? Ich muss ja mal Ole Werner von Werder Bremen. 100 Pro. Ich glaube, der erste Trainer, der entlassen wird, ist Sebastian Hoeneß am VfB Stuttgart. Er hat Bochum letztes Jahr gerettet und verbessert, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jetzt der nächste Schritt in der Entwicklung kommt. Und deswegen, glaube ich, wird es wieder eine sehr schwierige Saison, vor allem schwieriger Saisonstart für Bochum und Thomas Letsch, der fliegt als erstes. Ich habe hier tatsächlich Ole Werner. Ja, Borussia aus in der ersten Runde sah überhaupt nicht gut aus in der Rückrunde. Da war man vor allem in den letzten Spielen echt nicht gut dabei. Ich glaube sogar Rückrunden-Tabellen-17. Und ich glaube schon, dass die Bremer Fans immer noch Ole Werner sehr, sehr schätzen. Aber wenn jetzt auch in den ersten Spielen nicht wirklich direkt performt wird, am ersten Spieltag spielt man gegen die Bayern, da könnte es auch gut auf die Fresse geben. Wer weiß. Oder ich kann mein Glück wahrscheinlich gewinnen, die gegen Bayern. Und Ole ist ein Klassiker. Enrico Maaßen. Augsburg bleibt dann danach in der Liga, aber die werden scheiße reinstarten und der Kader ist zu gut dafür, dass Stefan Reuter sich das allzu lange anschaut. Ich habe an anderer Stelle mal gesagt Thorsten Lieberknecht, aber es lag an Zeitdruck. Ich sage Enrico Maaßen. Enrico Maaßen. Viele halten den Enrico Maaßen auch für gut. Ich finde den gar nicht gut. Also mir gefällt er auch nicht. Ich schwank auch so ein bisschen zwischen Ole Werner und Enrico Maaßen, aber ich merke schon, dass bei Bremen es richtig Druck drauf ist. Und deswegen gehe ich mit Ole Werner. Wer oder was wird die größte Überraschung? Bei Borussia Mönchengladbach lege ich mich fest. Ich glaube, dass viele haben uns in den Saisonprognosen, die jetzt die letzten 2-3 Wochen waren, sehr weit unten getippt. Ich glaube aber, dass uns sehr, sehr viele unterschätzen und teilweise wird ja auch schon zurückgerudert. Ich lege mich fest, wir werden die Überraschung, unsere Borussia. Augsburg nach der Entlassung von Enrico Maaßen. Ich habe es mir extra noch aufgeschrieben, die letzten Jahre. 15, 14, 13, 15, 15, 12, 13, 12. Wenn Maaßen weg ist, wird es dieses Jahr einstellig. Also ich glaube, wenn ich Heidenheim nicht bei den Absteigern zähle, dann ist es auf jeden Fall eine Überraschung. Ja? Noch nie in der Bundesliga gewesen, aber ich glaube, sie haben so ein bisschen die Zutaten, um in dieser Liga zu bestehen. Meine Überraschung der Saison ist der VfL Bochum. Und ich habe jetzt keine krassen Stats, um das zu belegen. Aber mein Gefühl ist, dass Thomas Letsch mit der Systemumstellung aufs 3-5-2 den richtigen Kniff gewählt hat. Der Kader ist ausgewogen, was dieses System angeht. Ich glaube, das wird ganz gut. Und zwar sehe ich einmal den VfB Stuttgart sehr viel, viel besser als die letzten 2 Jahre und vor allem als das letzte Jahr. Ich glaube, sie werden recht lange sich vielleicht sogar auf einem einstelligen Tabellenplatz bewegen. Ich sehe da vor allem die Offensive sehr stark. Ich glaube, dass Gladbach nicht so schlecht abschneiden wird, wie es einige prognostizieren. Ja, Broski ist ein richtiger Gladbach-Freund geworden mittlerweile. Bei seiner Broski-Show, da gab es ja schon Kritik zu ein paar Gladbach-Aussagen. Da konnte er ja nichts für, ist ja dann Moderator. Aber auch in seiner Prognose, glaube ich, haben wir relativ gut abgeschnitten. Die haben sehr, sehr viele gute Leute verloren, aber die haben sich jetzt auch endlich von den Altlasten bzw. von den Alttransfers von Max Eberl emanzipiert. Ich glaube, da wird es wieder oben in die Tabellenrichtung gehen und die werden auch mal an der Top 6, Top 7 zumindest anklopfen. Ich glaube hier an ein Finish in der oberen Tabellenhälfte. Borussia Mönchengladbach wird uns überraschen damit, dass sie unter Gerardo Seoane auf Platz 7 die Saison beenden. Die Überraschung der Saison wird die Mannschaft, die so gut wie alle Leistungsträger verloren hat, nämlich Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, dass da irgendwie so ein gewisser Hunger dabei ist, dass es da einige Leute gibt, die was zu beweisen haben, Seoane allen voran. Und ich glaube, dass die eine richtig gute Saison spielen könnten, überraschenderweise. Und ich sage Borussia Mönchengladbach Europa, mindestens Platz 7 also. Also würde ich direkt unterschreiben, alles einstellig normalerweise müsstest du als Gladbacher sofort unterschreiben, weil du hast jetzt wieder einen jungen Kader, du hast langfristige Verträge, kannst Werte entwickeln und alles, was einstellig ist, wäre aus meiner Sicht ein absoluter Erfolg. Klar, internationales Geschäft, Platz 7 wäre natürlich überragend, du hast halt wieder dann ein Grundgerüst, wenn du eine stabile Saison spielst, worauf du aufbauen kannst. Wer oder was wird die größte Enttäuschung? Ich habe halt als Absteiger Heidenheim in der Relegation, Bochum und Darmstadt auf Platz 18, aber damit würde ich jetzt nicht als Enttäuschung gehen, weil die das ja auch ein bisschen einkalkuliert haben. Bei mir wäre es, glaube ich, Werder Bremen. Ich glaube, Bremen wird nicht absteigen, nicht in die Relegation kommen, aber ja, ich würde nochmal wechseln. Ich glaube,
Nee. Köln oder Bremen. Ich sehe Köln auch schwierig. Schwierig in der Offensive. Also Selke und Waldschmidt. Waldschmidt hat aber relativ gut gestartet. Wahrscheinlich kriegt das Baumgart hin, deswegen würde ich Bremen sagen. Ich glaube, ich habe ungute Gefühle bei Borussia Mönchengladbach. Ja. Weil ich so ein bisschen Sorge habe, dass sie haben zwar einen fantastischen Trainer mit Gerardo Seoane und Schweizer bei Gladbach funktionieren natürlich, aber ich glaube, da ist schon extrem viel weggebrochen. Ich verstehe, was sie machen wollen mit sehr, sehr vielen jungen Spielern. Ich glaube, da ist ein bisschen zu viel Umbruch und kann mir vorstellen, dass das wirklich brenzlig werden könnte bei Gladbach. Enttäuschung habe ich mich... Ich bin enttäuscht von Leder, muss ich so sagen. ...ich für einen Spieler entschieden, weil... Ja, wenn ich jetzt Darmstadt und Heidenheim auf den letzten beiden Plätzen habe, wäre das eine großartige Enttäuschung. Ich habe mich für ein Spiel entschieden, und zwar Konrad Leimer. Die Bayern sind auf der Suche nach dieser, ja, genannten Holding Six. Kimmich wird dann davor auf der 8 spielen. Dementsprechend gleiches Spiel wie letztes Jahr für mich. Wie mit Ryan Gravenberch. Kimmich hat ein zu hohes Standing, auch wenn er gerade kritisiert wird. Und wenn die Holding Six holen, dann ist das Mittelfeld zu. Und dementsprechend glaube ich, dass Konrad Leimer nicht so viele Einsatzzeiten bekommt. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Kultkram, und die haben jetzt auch lange genug Glück gehabt. Der SC Freiburg wird die Saison in der unteren Tabellenhälfte beenden. Wenn Werder Bremen am Ende in die Relegation muss, ist es, glaube ich, eine herbe Enttäuschung nach diesem guten, vermeintlich guten ersten Jahr. Die Rückrunde war aber richtig mies, und wenn sie daran anknüpfen, dann wird es ein sehr schlechter Saisonstart, und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann die ganze Saison da unten drin hängen. Aber wie gesagt, sie steigen ja nicht ab. Meine Enttäuschung der Saison ist Werder Bremen. Der Hype aus der Aufstiegssaison wird, glaube ich, verfliegen. Typischerweise das zweite Jahr nach dem Aufstieg immer das schwerste, und ich glaube, Bremen kann froh sein, wenn sie in der Liga bleiben. Ja, das hat man vielleicht schon ein bisschen rausgehört, Werder Bremen. Ich glaube, also der Anspruch ist da natürlich nicht super hoch, aber ich glaube vielleicht auch, dass das Sturmduo Duxch-Füllkrug nicht mehr ganz so viel abfackeln wird, wie sie es im letzten Jahr getan haben. Ich glaube, es wird dieses Jahr nur die Relegation. Werder Bremen. Und zwar nicht, ich glaube nicht, dass sie eine Enttäuschung sind, gemessen daran, was man sich intern vornimmt, sondern das, was manche Fans sich im Internet schon wieder zusammengereimt haben, was das Saisonziel sein sollte. Ich glaube, für Bremen wird es eine lange, lange Saison, wo man eher nach unten als nach oben guckt. Ich glaube halt, bei Bremen ist auch bitter, dass der Keita jetzt ausfällt. Den Transfer haben natürlich alle riesig gefeiert, dass der von Liverpool zu Bremen wechselt. Aber ja, jetzt schon relativ lang ausgefallen. Da muss er auch erstmal wieder zurückkommen. Und ja, inwieweit er dann wirklich Leistungsträger werden kann. Mit einem fitten Keita definitiv ein starker Spieler, aber mal abwarten, ob der überhaupt fit wird. Ne? Und dann kann es natürlich ja, schwierig für Bremen werden. Was ist dein Hot-Take der Saison? Boah, schwierig. Schwierig. Ich sag, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Hot-Take ist, aber ich würde mich darauf festlegen, dass Alassane Player über 15 Scorer-Punkte macht. Über 15 Scorer-Punkte. Kann man das als Hot-Take bezeichnen? Ich finde schon. Ich finde schon nach der letzten Saison. Ich glaube, dass Alassane Player... Na komm, machen wir 20, damit es wirklich ein Hot-Take ist. Ich sage, Alassane Player macht 20 Scorer-Punkte. Letztes Mal wurde ich ja hier betrogen. Gregoritsch 15, wurde ich auf 17 hochgescheucht. Michael Gregoritsch macht für den SC Freiburg, sammelt für den SC Freiburg in der Bundesliga 15 Scorerpunkte. Ist es hot genug? Ja, ne? Das der Finger geht hoch. Dann sage ich 17. 17 Scorerpunkte. Ich glaube, was hat er gemacht? Vielleicht 15? Das wäre so gut, wenn er 15 gemacht hat. Ey, guck mal bitte nach. Ja, das könnte nämlich sogar sein. Und da waren es die 15 am Ende. 10 Tore, 5 Vorlagen. Nicht aufgegangen, schade, weiter. Dumm, wie kann man so dumm sein, Niklas? Deswegen gehe ich direkt hoch und sage, Ludovic Ajorke kommt für Mainz 05 bei Toren und Vorlagen zusammen auf mindestens 20 Scorerpunkte. Fehlt noch mein Hot-Take, und da sage ich, dass der VfL Bochum nicht wirklich viel mit dem Abstieg zu tun haben wird. Die haben ja unter dem neuen Trainer in der letzten Saison sich wirklich noch beeindruckend in der Liga gehalten. Nachdem man nach 7 Spieltagen in der Liga, damals noch unter Thomas Reis, erst ein Pünktchen geholt hat, hat letztlich in der Liga gehalten. Ganz interessant mit Bero und jetzt auch Wittek. Hat Letsch zwei Spieler aus Arnhem geholt, die er da schon kennt. Und ich glaube, wenn der Mann sein System weiterentwickelt, hat er jetzt die komplette Vorbereitung gehabt. Dann wird Bochum auch geschuldet von den Vereinen Darmstadt und Heidenheim dieses Jahr wenig mit dem Abstieg zu tun haben und relativ souverän in der Liga bleiben. Und das wäre, glaube ich, schon anhand des Kaderwerts dann doch irgendwo eine Überraschung.
Wer ganz genau aufgepasst hat, wird gemerkt haben, dass ich Heidenheim nicht bei den drei möglichen Absteigern genannt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass die echt überraschen und sicher drin bleiben. Mein Hottake wäre dann noch, Tim Kleindienst macht auch 15 Scorer-Punkte. Und ich sage sogar, um das Ganze noch ein bisschen besonders hot zu machen, ein bisschen spicy, am 30. Spieltag steht fest, dass Heidenheim die Klasse hält. Glaube ich mir selber nicht. Aber okay. Mein Hottake der Saison, es ist die letzte von Youssoufa Moukoko im BVB-Dress. Der wird sich nicht länger auf eine Bank setzen hinter einem Haller oder vielleicht noch einem Stürmer. Der will was Neues. Vielleicht, ja. Ich glaube, wenn man so ein bisschen die vergangenen Prognosen aus den letzten Jahren heranzieht, ist es nicht so ein Hottake, aber ich glaube, er ist hotter als in den vergangenen Saisons. Ich glaube, nicht Bayern oder Dortmund werden Herbstmeister, sondern Leverkusen oder Leipzig. Warum nicht mal Leverkusen? Sturmduo Davy Selke und Luca Waldschmidt insgesamt mindestens 25 Scorer. Ist das hot genug? Ja, oder? Ey, komm. Das ist hot genug, weil wir haben noch einen anderen Davy Selke Hot Take. Ich habe es jetzt schon 1 Million Mal gesagt. Ich habe aufs Tor gesagt, ich habe es in verschiedenen Streams gesagt, ich habe es im Podcast gesagt. Davy Selke 15, baby. Here we go again. Scorer-Punkte. 15 Tore sogar. Was? Tore. Boah. Tore, Christoph. Ich glaube, ich habe immer Scorer gesagt bis jetzt. Gut. Ja gut, Selke plus Waldschmidt, 27 Scorer. Das war sie, unsere Prognose für die kommende Bundesliga-Saison. Ja, vielen Dank an Lena Kassel, an Mia. Sehr, sehr gutes Video. Gebt einen Daumen nach oben. Lasst auch gerne bei den Jungs ein Abo da. Der Kanal hat es auf jeden Fall verdient. Schreibt mal gerne eure Prognosen bzw. Hot Takes in die Kommentare. Da würde ich mich drüber freuen. Und schreibt mal gerne ein Video rein, auf welches ich auch mal reagieren soll. Und jetzt könnt ihr gerne noch ein Abo und ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben da lassen. Und macht's gut. Ciao. Schönes Wochenende. Wir sind Borussia. Die Leute